Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Ich muss noch eine Folge machen. Es fehlt nur eine, aber die machen wir gleich. Kein Problem. Wir werden mal hier entsprechend mal einsteigen und den Bruder die Arbeit beenden lassen. Wie gesagt, die Ecken. Sehe ich gerade hier eine Ecke? Ja, lass stehen. So, wir lassen mal weiter mit Mais. Haben wir zu tun heute? Mais. Auf jeden Fall. Steige mal ein. So, weil ich habe mir eine volle eine Reihenfolge gezählt. Ich habe mal kurz durchgezählt und festgestellt, es ist 13. 13 ist eine Folge zu wenig, also nur eine machen, ne? Machen wir dann. Kein Problem. Versagt geht gleich weiter. Ja, das ist kein Problem. Eine Folge, da sind Runde 17 Minuten ungefähr. 15 bis 20 im Schnitt. Je nachdem. Wir machen heute noch Mais und Hopfen ist auch gleich wieder durch. Ich überlege, ob wir Hopfen jetzt liegen lassen und ja, muss auch gemacht werden. Ne? Ist ja zum Glück nur noch nebenbei zu machen. Ne? Dass wir da. Denn Hopfen, das betrachte ich mal als wichtig. Weil das brauchen wir für die Bierproduktion, das können wir nirgendwo kaufen. Und wir können nicht einen halben Acker liegen lassen. Das geht nicht. Ich denke mal, Bier bringt mir viel Geld ein, hoffe ich mal, ne? Dass wir da entsprechende Kieswerk kaufen können, Zementwerk und. Und dann können wir auch die Produktion angehen. Na, sag schon. Brückenbau. Das gehört hier dazu. Also auf der Karte so vorgesehen. Machen wir so. So, und Silage machen im nächsten Jahr hier ein Spiel mit Ballen, soweit ich das jetzt beurteile. Hängt davon ab jetzt, ob das. Na gut, das zweite Silo werde ich auch noch testen. Die andere Ecke. Ob wir da. Und wenn es undicht ist, dann würde ich eigentlich vom Mais Abstand nehmen. Oder wir müssen ein anderes Ding nehmen. Wir müssen ein anderes Silo nehmen. Das andere Teil, wo man reinfährt, aber nicht rauskommt. Das macht er gerade, das testet er gerade. Und mal schauen, ob das aber ihm dicht ist. Ne? Weil er hat ja nur verdichtet, er hat ja nicht verteilt. Von daher, ich habe ja auch verteilt, also das Ding da vorne verteilt ja ein bisschen. Und das ist dann wieder. Aber sollte normalerweise trotzdem nicht sein, ne? Dass da was rausfällt. Drüberfallen kann es ja machen, wenn es höher ist, aber nicht, wenn das entsprechend naja, leer ist, ne? So, wir müssen jetzt hier drüber, ne? Hier werden wir vorne mal aktivieren oder lassen wir einfach so stehen. Da fahren wir rüber, ne? Bitte, dass wir beim Fahren aufmachen. Sonst, wenn wir mal stehen bleiben, das ist mir ungünstig, ne? Nicht zu schnell. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt hier. Das kommen wir nicht drauf. Vergessen. Achso, am Rand wollte ich noch aufsammeln. Müssen aber einen kleinen Traktor nehmen, weil sonst kommen wir nicht ran. Das ist ja aufsammeln über Sammelwagen. Möchte vielleicht gehen. Vielleicht geht es auch mit einer Schaufel vom anderen Fahrzeug. Weil das sammelt ja nicht direkt auf, sondern von diesem Umfang, also diesen Nähe, das ja, dem Bereich, wo halt aufsammeln kann. Und. Dann macht es vielleicht funktionieren. Dass wir da zumindest die Sechste gut retten können und das entsprechend zu solieren. Weil das muss ja, soll ja soliert werden. Ne? Dann kann man bald ein Feldsilo nehmen, was man im Prinzip am Feld aufstellt und aber keine Wände hat, sondern nur so eine Art ja, Haufen rumliegt. Ne?
So ein runder Haufen. Ja, jetzt hat er einen Temperaturrechnerbereich von 60 Grad. Aber der Lüfter arbeitet nicht doll. Also im Sommer ist ungünstig, sagen wir so, wenn es zu warm ist. Ja, da muss ich mal schauen. Eine leise Klimaanlage, aber die habe alles ja auch so laut, ne? Also da muss ich mal schauen, ob ich eine mit 45 Dezibel habe oder so, ne? Oder zumindest mal sehen, dass ich eine Konstruktion baue, dass ich auch ein Fenster rauskriege. Was ich jetzt habe, ist ja über einen Notkamin. Und da habe ich den Verdacht, dass da nicht genug Abluft weggeht, dass er dann nicht so kühlen kann, wie er sollte. Ja, mein Urlaub, wenn ich 3 Wochen frei habe und dann schön zocken möchte, dann möchte es auch kühl sein, ne? Wenn ich mal Urlaub habe, langere Zeit. Ja, renovieren. Ja, gut. Kann man machen, muss man nicht. Flur, Schlafzimmer, da wollte ich mal streichen. Neu, frisch. Nach 10 Jahren, aber hier den Raum, da traut mich gar nicht ran. Da muss ich mir erstmal neue Schränke kaufen. Blocking, also hier ist ein anderes Fahrzeug. Ja, das ist alles so, ne? Müsste ich mal vorbereiten. Flur zumindest. Flur ist ja relativ schnell getan, ist ja nicht viel. Ja, irgendwann. Aber bevor es so heiß wird. Ja, ich hätte mal die Folge testen können, ne? Aber verlassen wir drauf, es funktioniert. Ja, verlassen ist gut, ne? Kommen wir rum. Jupp, kommen wir. Ja, das kriegen ja nicht voll, ne? Müssen wir noch ein Maisfeld nehmen, ne? Ja, mal sehen. Schweinefutter werden wir nicht herstellen, also werden wir jetzt das Ding nehmen von Malzfabrik. Mal sehen, wie viel die abschmeißt, ne? Mein Futter ist ja nicht das Problem bei Schweinen, das kann man ja kaufen. Geht ja relativ zügig, ne? Man nimmt ja einen Traktor, hängt ein Silo ran und kauft es, ne? Und gut ist. Ansonsten müsste man das bei einem Händler kaufen als Big Bag. Und dann wäre es auch gut, ne? Hopfen ist gleich wieder voll. Naja, schön. Sehen wir sowas. Mal alles ein schönes Bier nachher. Der erste Weizenfeld für nächstes Jahr schon fertig. Und wenn das auf 36 kein Gras mehr kommt, was durchaus passieren könnte, dann werden wir das entsprechend auch noch dieses Jahr einsehen. Und dann können wir vielleicht Weizen und Gerste ein bisschen früher ernten, weil die Fruchtfolge das entsprechend vorsieht. Oder der Rhythmus des Wachstums, also Prinzip. Also hier ist ja, was Programm ist. Wie Temperatur hier aussieht, das ist dann hier völlig nebensächlich. Es ist programmiert, dass es dann nach so viel Wachstumsperioden halt reif ist, ne? Mit der Beeinflussung hier von Dürre und Nässe und so, ne? Kann natürlich sein, aber ansonsten ist das hier, wenn es Programm ist, ist es programmiert und dann kannst du glauben, dann ist das so. So. Auch du wirst heute noch fertig werden.
Na, das schaffen wir nicht ganz. Ich weiß ja nicht, was die BGH einbringt jetzt. Das kann ich ja noch nicht kalkulieren. Also, weil mein gut gefüllt ist sie ja, ne? Also, den ganzen Tag immer noch drin und das hat immer noch was drin. Also 400.000, 300.000 kommt bestimmt zusammen. Dann noch zwei Nacht BGH, ja doch, kommt mal zusammen. So, im Winter machen wir ein Holz und vor allen Dingen, wir haben unsere Pelletsfabrik, die ist ja mittlerweile bestimmt auch schon recht gut gefüllt. Das kann man übrigens sehen, ne? Also Streng G, glaube ich. Müssen wir aussteigen. Streng G. Tief. Gut, man kann jetzt nicht sehen, wie viel drin ist. Sägewerk. Das ist aus. Schon leer. Und ach so, das Auslager ist aus. Ach, okay, dann kann man das nur auslagern, wenn man das. Gut, das hat jetzt weiß ich auch Bescheid, warum das nicht funktioniert. Ne? Ja. Ach so, hier kann man es sehen. Leerpaletten, gerade schon noch 37%. Stroh hat er noch voll 65 und Pellets 729.000 Tonnen Liter. Das ist, wenn das entsprechend fertig wird, können wir den Winter schön ernten. Sag mal so, ne? Beziehungsweise ernten, wir können dann schön verkaufen. Natürlich, wenn im Winter die besseren Preise erzielt, ne? Also, ne? Oder im Herbst, ne? Wenn es kälter wird, nachher, ne? Jetzt beginnt die Heizsaison normalerweise bei 13 Grad am Tage und so 8 Grad dann schon ein bisschen heizen abends. Ne? Und da werden die Preise bald auch steigen für Pellets. Was kostet aktuell Sandkies Pellets? So, 705. Das möchte schon bei 1000 sein. Ne? Oder im Winter, wenn eine höhere Nachfrage kommt, das wäre auch nicht schlecht. Da haben wir entsprechend noch da. Wir können entsprechend am Markt zuschlagen und schön verkaufen. Mal schauen. Wird die Brauerei sicherlich drin sein. Und dann können wir gleich starten, weil wir die ganzen Rohstoffe haben. Ne? Angefangen von Weizen, Gerste und Hopfen. Und die Malz wollen wir gleich fertig machen. Wasser haben wir eh genug. Also Wasser ist nie das Problem. Da bauen wir das Ding gleich daneben, so einen Wassertank. Und brauchen bloß rüberfahren. Also. Meine Fabrik hat Wasserproduktion vor Ort. Und nicht, dass wir so Wasser hier Kilometer weit fahren müssen. So, wenn wir unten mal gleich vorne runterstellen, dass er schiebt. Dann fährt er sich ein bisschen leichter. Aber nicht verteilen, dann musst du sagen, ne? Also das finde ich zu aufwendig. Er verteilt du auch, aber halt nicht aktiv, ne? So vorne hoch. Ich will ja nicht so viel rausschieben. Nur wenn wir alles aufsammeln. So. Hoffen das wieder. Naja. Wir kommen zu nix. Aber gut, das zu befürchten, ne? Na, da kommt schon die Meldung, muss lernen werden, ne? Muss ich mal schauen, muss ich bestimmt gepflügt werden und mal schauen, ob wir hier was raufbringen können.
was wir aufbringen können, ne? Also, ob wir hier na, Mais, wäre schon weit weg. Mais wollen wir auf Feld 1 machen und auf Feld 14. Das ist dann doch schon dichter an der BGH als von hier. Also hier wäre ein bisschen weit. Wenn wir hier Getreide machen können, dann machen wir hier wahrscheinlich Weizen oder Gerste. Und was wir halt ja am meisten brauchen, ne? So, und dann ein bisschen zurückfahren. Dann kann er leider weiterfahren. Obwohl das heute noch nicht mehr so wichtig ist. Ne, also. Wir fahren noch hin zum Drescher, zum Häcksler und dann haben es auch fast heute durch. Dass die Frauen nicht so lang werden. Überlänge wird dann nicht belohnt von YouTube. Also jetzt um die Zeit gibt es nur noch vereinzelt, die zuschauen. Ist okay, passt, kein Problem. Aber so, wenn wir normale Folgen machen, dann hat man die Chance, auf alles zu gucken, ne? Wenn man möchte. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Das war eine jetzt Aufnahmezeit von 14 Folgen. Nicht wundern. Morgen beginnt eine neue. Morgen? Nee, morgen nicht. Nächste Woche Freitag. So, dann sag ich mal Tschüss und wir winken. Ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.